Jo Leute, was geht? Willkommen zu Lords of the Fallen. Ich habe die letzten Tage sehr viel ins Game geschaut, um mir ein Bild davon zu machen. Und seit Release sind mittlerweile zwei Patches raus, die ehrlicherweise bitter nötig waren. Und ich werde ein wenig über den Pre-Release-Zustand sprechen, sowie dem Zustand auf Version 1.09, die Version, die wir jetzt zum Zeitpunkt des Videos haben. Bin mir aber sicher, dass schon die nächsten Tage die nächsten Patches rauskommen werden. Overall tue ich mich ein wenig schwer mit Lords of the Fallen und weiß nicht, ob es an mir liegt oder am Spiel. Es gibt Dinge, die ich total gut finde und Dinge, die ich total blöd finde. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Allgemeinen an. Lords of the Fallen ist ein Souls-like mit den ganz normalen typischen Mechanics eines Souls-likes. So wie das Sterben ganz normal ist, Leuchtfeuer, Leveln, Waffen, Rüstungen und Bosse. Ihr könnt blocken, ihr könnt perfekt blocken, ihr könnt ausweichen, ihr könnt springen, leicht angreifen, schwer angreifen und habt die Möglichkeit, Combo-Attacken auszuführen. Soweit also erstmal nicht viel Neues, was wir nicht auch aus anderen Spielen kennen. Was es meiner Information nach noch nicht gab, ist das Gimmick mit der Lampe. Ihr könnt nämlich zu jeder Zeit mit der Lampe die Welt wechseln, in die sogenannte Umbralwelt. Dort seid ihr im Grunde im gleichen Beat, aber stark abgewandelt. Es gibt andere Wege, Brücken, Gegner, mehr Gegner vor allen Dingen und Items. Aber mehr zur Umbralwelt werde ich später nochmal gesondert sagen. So viel also zu dem allgemeinen Game. Zur Story will ich gar nicht so viel sagen. Die könnt ihr natürlich selber erleben. Es ist ein Standard Souls-like Story, würde ich sagen. Nichts Außergewöhnliches. Also wenn ihr schon mal ein Souls-like gespielt habt, dann wisst ihr auch, was ihr hier erwarten könnt. Ich möchte gerne einmal über das Gameplay und die Kämpfe sprechen, das Level-Design und der Look von Spiel, die Umbralwelt, wie gerade erwähnt, und den Multiplayer sowie am Ende natürlich mein Fazit zum Game. Zum Gameplay könnte ich wahrscheinlich ein ganzes eigenes Video machen, weil es da wirklich sehr, sehr viel zu sagen gibt. Erstmal fällt auf, Laufen, Bewegungen sind extrem genau. Das bedeutet, wenn ihr nicht mehr lauft, dann lauft ihr auch keine zwei Schritte weiter oder so. Wenn ihr stehen bleiben wollt, bleibt ihr auch sofort stehen. Ich hatte bisher nie das Problem, dass meine Energie irgendwie zu schnell weg war, wenn ich von A nach B laufen wollte. Das hatte ich oft in anderen Souls-like-Games, dass die Energie viel zu schnell weg war und viel zu viel Ausdauer gebraucht habe, wenn ich schneller laufen wollte. Das Problem hatte ich hier nicht einmal. Das Parieren fühlt sich leider nicht so belohnt an wie zum Beispiel zuletzt in Lies of P. Und ist auch, ehrlich gesagt, nicht so effektiv. Ihr könnt zwar perfekt parieren, bekommt aber dadurch keinen direkten Vorteil. Der Gegner verliert nicht seine Haltung. Ihr bekommt kein Leben oder sonstigen Effekte dazu. Also bin ich bislang mit den guten alten Rollen ausgekommen. Das funktioniert auch ganz gut. Ihr habt ganz normal wie in jedem Souls-like die Rolle mit den Iframes. Und ich muss tatsächlich sagen, ich würde fast sagen, die Iframes sind sogar ein bisschen zu hoch. Ihr könnt teilweise mehrere Frames vor dem Angriff des Bosses rollen und habt trotzdem keinen Angriff abbekommen. Also die Iframes beim Rollen sind wirklich extrem hoch. Das Angreifen selber ist aber leider gar nicht so gut geraten. Das größte Problem, was die meisten haben, sind die extremen Ausfallschritte beim Angreifen. Viele Gegner stehen auch an Kanten von Abgründen und beim Angreifen fallt ihr in der Regel mit runter. Oh, mach dich weg. Okay, das war witzig. Wenn ihr da nicht genau aufpasst. Es gibt allgemein viel zu oft die Möglichkeit, irgendwo in den Abgrund zu fallen. Der Angriff selber braucht, egal mit welcher Waffe, immer einen Moment zum Aufladen. Es ist nicht so, dass ihr angreifen drückt und sofort angreifen könnt. Selbst der kleinste, leichteste Dolch lädt kurz auf, holt aus und greift dann erst an. Das ist vor allem dann ein Problem, wenn viele Gegner gleichzeitig angreifen, sich mit ihren Angriffen abwechseln und ihr keine Chance habt, währenddessen selber anzugreifen. Das Problem mit dem Runterfallen bei Angriffen gab es übrigens auch bei Elden Ring zum Release. Dies wurde dann mit Patch 1.07 entfernt in Elden Ring. Ich denke, das wäre hier bei Lords of the Fallen auch extrem notwendig, weil die Ausfallschritte hier schon sehr extrem sind. Dementsprechend fühlen sich die Kämpfe
nie wie aus einem Fluss an, sondern man wartet eigentlich immer, bis der Gegner angreift und dann greift man selber an. Es gibt echt wenig bis gar kein Close Combat, wie es zum Beispiel zuletzt bei Lies of P war. Das Leveldesign vom Aufbau her hat mich positiv überrascht. Der Look ist aber leider gar nicht gut. Es gibt Gebiete, wo alles gleich aussieht, in denen man sich nicht zurechtfindet. Was in vielen Gebieten nicht so schlimm ist, da es eh nur einen Schlauch gibt, den ihr folgt. Aber im Moor zum Beispiel, ein Gebiet, was ihr relativ früh im Spiel erkundet, wo ihr auch das erste Mal etwas einen größeren Bereich habt, findet ihr eigentlich nichts mehr wieder, verirrt euch ständig und seid eigentlich die ganze Zeit nur lost und sucht, wo ihr hin müsst und wo ihr seid. Farben wirken extrem ausgewaschen und die Umbralwelt, die eher gräulich gehalten ist, macht das nochmal um ein Vielfaches schlimmer. Insgesamt bin ich wirklich nicht angetan vom Look, obwohl es auch Shots gibt und Gebiete, die wiederum richtig gut aussehen. Das Umbralwelt-Feature fand ich zum Release und in meinen ersten Stunden eigentlich richtig, richtig cool. Die Idee dahinter, dass Wege frei werden, indem man im gleichen Gebiet irgendwo einen Schalter aktivieren muss oder über eine Brücke läuft, die wiederum in der normalen Welt wieder einen Shortcut freischaltet, fand ich wirklich cool gemacht. Nach mehreren Stunden und Fortschreiten im Game ödet mich die Umbralwelt leider aber nur noch an. Was man dazu wissen muss, in Umbral spawnen ständig neue Gegner, die nicht stark sind, aber tanky. Die geben keine Seelen und die nerven einfach extrem. Außerdem wird nach einer bestimmten Zeit ein roter, starker Gegner spawnen, den ich bis jetzt nicht besiegen konnte. Also ich weiß nicht, ob der einen guten Loot gibt oder viele Seelen. Rotes Auge mal 3. Umso länger man im Umbral bleibt, umso mehr Seelen erhaltet ihr von Gegnern. Der Multiplikator, den seht ihr immer oben rechts. Aber sobald da eine 3 steht, kommt halt dieser rote Gegner und entweder killt euch der rote Gegner oder ihr rennt halt so schnell es geht zurück zu eurem Speicherpunkt oder rennt wie wild durch die Welt und sucht den Speicherpunkt bzw. das Leuchtfeuer. Dazu muss gesagt werden, ihr könnt zwar jederzeit in die Umbralwelt rein, doch ihr könnt nicht immer wieder aus der Umbralwelt raus. Das geht nur an Leuchtfeuern, die wirklich nicht oft in der Welt sind. Und noch seltener gibt es solche kleinen Punkte, wo ihr nur die Welt verlassen könnt. Und wenn ihr den einmal benutzt habt, dann könnt ihr, bis ihr das nächste Mal gerastet habt, diesen Punkt auch nicht nochmal benutzen. Also einmal in der Umbralwelt, dann seid ihr auch erstmal in der Umbralwelt gefangen. Der Multiplayer ist wirklich mega, mega nice. Zwar hatte ich am Anfang und auch jetzt noch ab und zu Probleme, mich mit den Leuten zu verbinden. Woran das lag, kann ich nicht genau sagen. Aber wenn die Kollegen einmal drin sind, dann bleiben die drin. Das bedeutet, bis ihr euren Kameraden eigenständig entfernt oder der Kamerad selber lief, bleibt er in eurer Welt. Nach Bossen bleibt er. Ihr könnt gemeinsam reisen. Ihr könnt gemeinsam in den Hub und zum Schmied. Das Feature ist wirklich richtig nice. So nice, dass ich sogar hoffe, dass From Software das nachpatcht in Elden Ring mit dem DLC. Ihr könnt am Leuchtfeuer nach Kollegen suchen oder Freunde einladen. Und wenn die einmal in eurer Welt sind, dann könnt ihr seamless die ganze Zeit in der Welt zusammen rumlaufen. So viel zu den großen Themen. Erwähnenswert ist natürlich noch, dass ich keine Probleme mit Wandkollisionen hatte. Die anfänglichen Framelags vor Release wurden weitestgehend behoben und sind nur noch in einem normalen Rahmen, der sicherlich noch weiter gepatcht wird. Ich sehe, ne? Aber es ist ja, es ist übelst am Längen. Oh mein Gott! Okay, ich verstehe, kann verstehen, wieso die kein Review dazu gemacht haben. Die Synchro ist super, die Cutscenes sind sehr nice und der Hub weckt tatsächlich Geborgenheit wie damals der Feuerbandschrein in Dark Souls. Alle Bosse, die ich bisher gesehen habe, waren mega interessant und ich hatte auch nie das Gefühl, oh, den kenne ich irgendwo her. Ja. Vor allen Dingen die Hommage an Phantom Ganon aus Ocarina of Time fand ich ganz geil. Leider gibt es aber auch echt viele Dinge, die mich aktuell total nerven. Die Leuchtfeuer zum Beispiel sind viel zu weit auseinander, die Gegnerdichte viel zu hoch, die Gegnerreichweite viel zu hoch. Teilweise wird man von Fernkämpfern across the map angegriffen, die noch nicht mal gerendert wurden. Man glitscht durch Wände, fällt ständig irgendwo runter
Ob ein Gegner zurückschreckt oder nicht, ist meistens eher Glückssache. Man kann das nicht vorhersehen. Angriffe können nicht durch Rollen abgebrochen werden. Angriffe fühlen sich niemals wuchtig an. Und ich hatte bisher auch noch nicht einmal das Gefühl, dass ich irgendwie stark bin. Selbst der billigste Billo-Gegner braucht mehr als einen Schlag, um zu sterben. Insgesamt muss ich leider wirklich sagen, dass ich die Kritik von vielen verstehen kann. Versteht mich nicht falsch, ich glaube, Lords of the Fallen könnte eigentlich ein Super Souls-like sein, wenn einiges an Patches noch nachkommt. Aber aktuell nerven mich die vielen zu langen Passagen, die kilometerweiten Fernangriffe vom Gegner, das Runterfallen und die Gegnerzahl mehr, als dass ich irgendwie coole Momente habe, die es durchaus gibt, aber leider viel zu selten. Mit einer abschließenden Benotung tue ich mich auch extrem schwer. Es ist nicht schlecht, aber auch definitiv nicht gut. Es lohnt sich als Souls-like-Liebhaber mal reinzuschauen. Einem neuen Spieler im Souls-like-Universum würde ich aber tatsächlich eher davon abraten und eher zu Lies of P oder Elden Ring raten. Leider bleibt für mich Lords of the Fallen hinter meinen Erwartungen zurück. Ich würde mich wie immer natürlich sehr über ein Follow freuen, sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.